Ja, Survival of the Fittest, das ist natürlich eine Sache, die beschäftigt uns auch als Hochschule, denn in jedem Bereich und auch im Hochschulsektor, denke ich, verschärft sich der Wettbewerb, er wird zunehmend internationaler und darüber mal gründlich nachzudenken, das kann nicht schaden. Grundsätzlich ist es mal ein reales Thema, nur the Fittest werden wirklich durchkommen. Ich finde es auch pragmatisch für Sie gut gewählt, denn für Sie als Studenten, wie auch wir für als Unternehmen und Unternehmer, müssen uns damit jeden Tag auseinandersetzen. Ich finde das gerade jetzt in dieser Zeit sehr, sehr treffend, dass man einfach mal darüber nachdenkt, wie Strukturen aussehen, wie Überlebenskünste gestaltet werden können in Unternehmen. Gerade wenn jetzt die Mehrwertsteuererhöhung im nächsten Jahr kommt, wie sich das auf den Konsum auswirkt und so die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung. Persönlich finde ich es ein sehr interessantes Thema. Ich glaube auch gerade im Kontext der letzten Jahre, wo man gesehen hat, immer mehr Firmen überleben nicht und werden gemerged und so weiter, sollte man doch im Hinterkopf behalten, dass Survival of the Fittest aktuell ist und auch wahrscheinlich die nächsten Jahre brandaktuell bleibt. Für mich bedeutet es, dass man immer bereit sein muss, sich anzupassen, die Marktgegebenheit zu berücksichtigen, immer bereit sein, sich zu verändern. Herzlich willkommen. Sie alle geben dem 17. EBS-Symposium einen ganz besonderen Rahmen. Meine Gedanken zu dem Thema Survival of the Fittest. Nicht erkannt haben, welche Chancen da liegen und wo sie von größeren gefressen worden sind. Übrigens auch ein sehr darwinistisches und evolutionäres Prinzip. Der Größere, Stärkere frisst den Kleinen. Die zweite Beobachtung hat natürlich damit zu tun, diese starke Position, die wir in den technologiegetriebenen Feldern haben, die wir auch auf den Weltmärkten haben, hat natürlich etwas damit zu tun und kommt nicht von alleine, weil wir erstklassige Unternehmen haben. It's a great honor to me to introduce now to you Mr. Suresh Gopinath, the world's youngest CEO. Of course it's a pleasure and a honor for me to be here at the EBS again. Einige Politiker schauen sehr hoffnungsvoll.